Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, die du geschaffen durch dein Allmachtswort, wenn ich auf all die jenen Wesen achte, die du regierst und nährest fort und fort, dann jauchzt mein Herz dir großer Herrscher zu, wie groß bist du, wie groß bist du. Dieses Lied wurde gesungen sehr oftmals von mir. Es wurde sehr oftmals überhaupt gesungen. Und ich möchte euch begrüßen, liebe Freunde, liebe Zuschauer, liebe Geschwister. Und ich möchte euch zeigen, wie ich habe hier eine wunderbare Bank. Natürlich gehört wie in Deutschland immer noch ein bisschen Müll dazu. Aber wir haben hier eine wunderbare Bank, wo man zur Ruhe kommen kann, wo man wo man die schöne Aussicht genießen kann, wo man sich an dem Herrn erfreuen kann und wo man Gemeinschaft mit dem Herrn haben kann, wo man mit ihm zu ihm beten kann und wo man Fragen stellen kann, Fragen des Lebens, Fragen des Alltags, Fragen der Sorgen. Und er sagt ja, bringt her zu mir all eure Sorgen. All eure Sorgen werft auf ihn. Und das ist das Wunderbare. Und ich möchte heute einen Vers aus dem ersten Kapitel Römer Brief uns nehmen, sodass wir ja erkennen können, gibt es wirklich einen Gott oder nicht. Und das, im ersten Kapitel in Römer, Vers 20, da steht Folgendes. Da steht: Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt durch die Werke, durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Die Menschen, die sagen, ich bin Atheist, Gott hat mir doch einen Verstand gegeben, das gibt es auch. Oder die Atheisten, die gibt es nicht. Es gibt keine Atheisten. Jeder Mensch muss an Gott glauben und wird eines Tages vor diesem Schöpfer Gott stehen. Ja, ich frage mich bei diesem kleinen Hund, ja, wie kann dieser Zellhaufen, der übereinander gestapelt wurde, so funktionieren? Eben ist hier eine Frau vorbeigegangen und hat keinen Ton gesagt, aber dieser Hund hat sie angebellt. Dieser Hund hört auf sein Herz, er hört darauf, was ihm sein, wir würden sagen, Instinkt sagt. Ja? Er läuft seiner Nase hinterher. Und er sieht den Sinn darin, so wie der Sünder ist, so zu seinem Erbrochenen zu laufen, es wieder zu fressen und auszuspucken. Ja? So steht es in Sprüche. Und genauso ist ein Hund. Er hat nicht die Denkweise wie wir Menschen. Wir können anhand der Werke Gott wahrnehmen. Und so kann sich auch kein Atheist, ja, wenn er glaubt, dass er einer ist, vor Gott später verantworten und entschuldigen für sein Handeln. Wir können nachher nicht zu Gott sagen, ich habe dich nicht erkannt, weil alleine durch die Werke, durch die Werke, die Bäume, die Sonne und so weiter, müssten wir alle an einen Schöpfergott glauben. Und ich bin dankbar dafür, dass ich heute diese Bank hier benutzen kann, dass ich Gemeinschaft mit Gott habe, dass ich zu ihm beten kann. Und sehr oft erwische ich mich dabei, dass ich den Herrn, wie das Volk Israel, um Wachteln bitte. Dass ich sage, Herr, bitte mach doch das und mach doch das und dann kann ich dir besser dienen und so weiter. Und das ist nicht der Sinn und Ziel, das Ziel meines Lebens. Ja, sehr oft verstecken wir uns hinter diesem Vers, habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz wünscht. Und wir legen die Betonung auf den zweiten Teil des Verses. So wird er mir geben, was mein Herz wünscht. Okay, Herr, was soll ich tun? Was soll ich tun, damit du mir das gibst, was ich brauche, was ich so dringend will? Okay, meine Lust am Herrn, alles klar, ich werde jetzt im Chor singen, ich werde dies und jenes machen. Nein, das ist nicht der Sinn und Zweck und der Sinn unseres Lebens, nein, auch nicht unseres Daseins. Der Herr hat uns geschenkt das Leben, damit wir ihm ehren, aber wir sind von ihm weggelaufen. Wir haben gesagt, Herr,
zahl uns das Erbe aus, wir wollen unser Leben leben. Das ist nicht der Sinn und der Zweck unseres Lebens. Nein, wir wollen zum Herrn immer wieder kommen und wir wollen auf ihn schauen. Und so werden wir geheiligt. So wie die eherne Schlange in der Wüste, die aus Bronze gefertigt wurde, angeschaut wurde, so wollen wir auf das Kreuz schauen, wo Jesus für unsere Sünden starb. Und dazu möchte ich uns einladen, liebe Geschwister, liebe Freunde. Und wenn du Jesus noch nicht kennst, schau dir diese Natur an. Schau dir diese Natur an. Du müsstest in dieser Natur erkennen, dass es einen Gott gibt. Die Sonne, wie sie funktioniert, bei einem Lego-Teilchen sagen wir, es muss einen Hersteller, einen Schöpfer geben. Aber bei einem Mensch, so wie er in seiner Form hergestellt wird, wenn wir uns die Anatomie des Menschen ansehen, das Bild, wie der Mensch aufgebaut ist, da sagen wir, nein, das muss durch einen Urknall entstanden sein. Es kann doch nicht wahr sein, dass du diesem Irrtum, der dir in der Schule verklickert wird, glaubst. Nein, dieser Hund, er kann sich bewegen. Er hat diesen freien Willen, hin und her zu laufen, wohin er möchte. Und das ist das, was Gott uns auch gegeben hat. Wir dürfen uns bewegen, wir dürfen nach links und nach rechts. Wir haben keine Fernbedienung am Kopf, wo wir fernbedient werden. Nein, wir dürfen dankbar sein dafür und wir sollten uns darüber nachdenken, was wir mit unserem Leben anstellen. Ist es unser Götzendienst, der uns befreit? Nein, er gibt uns Fluch. Wir erhoffen uns auch den Segen dadurch, wenn wir wenn ich die Aufmerksamkeit oder die Anerkennung der Leute bekomme, dann bin ich wichtig, dann geht es mir gut. Aber das wird der Fluch sein. Das wird der Fluch sein der Menschen. Wenn derjenige sagt, ich möchte eine Zigarette rauchen, weil ich runterkommen muss, weil ich mir meine Sorgen wegrauchen möchte, dann wird das der Fluch sein, weil wir danach wieder eine Zigarette brauchen, weil wir uns so schlecht fühlen. Auch Christen, die rauchen, haben das Problem und denken, dass sie das Recht hätten, weil irgendjemand auch schon mal geraucht hätte, Spurgeon oder sonst irgendwer, der hat auch geraucht. Und dieser Mensch, der hatte damals den blinden Fleck dafür und hat das nicht gesehen. Die ersten Christen hatten Sklaven gehalten. Sie hatten auch den blinden Fleck dafür, nicht das so zu sehen, dass man die Nächstenliebe auch anhand des Sklaven ausleben sollte. Und heute haben wir das vielleicht sehr oft mit dem Geld, mit dem Wohlstand. Und ja, worauf ich eigentlich hinaus möchte, ist, dass wir unser Leben für den Herrn opfern sollten. Jeden Tag aufs Neue, dass wir sagen, Herr, am Ende des Gebets, nicht schenk mir Wachteln, sondern dass wir am Ende des Gebets sagen, Herr, dein Wille geschehe und nicht mein Wille und dein Reich komme und nicht mein Reich komme. Und damit möchte ich auch euch in den Tag entlassen und dass ihr über den Resttag darüber nachdenkt, was ist der Sinn meines Lebens, was möchte ich, ist es glücklich sein oder glückselig sein? Weil da gibt es einen Unterschied über glücklich sein und glückselig sein. Glückselig im Herrn oder glücklich anhand meines Fleisches. Und ich möchte euch wirklich Gottes Segen wünschen für diesen Tag und dass ihr darüber nachdenkt, über die Frage, ist es mein Sinn des Lebens, dass Gott mir nachfolgt, dass ich zu ihm komme und den Lebenslauf hinstelle und sage, Herr, unterschreib du, ich fülle aus, oder kommst du hin und sagst, Herr, ich habe unterschrieben, füll du meinen Lebenslauf aus. Das wünsche ich uns, dass wir darüber nachdenken und dass wir unser Leben jeden Tag neu, erneut dem Herrn weihen, dass wir Christen verstehen, dass wir Sünder sind, die anhand der Gnade zu Gott
finden können und dass wir nicht sündlos sind, sobald wir uns bekehrt haben. Dieser Irrglaube ist auch heute noch sehr weit verbreitet. Und dann steht da, dann gibt es Leute, die sagen, ja, wir sind aber heilig. Wir sind heilige Kinder Gottes. Nein, wir sind geheiligt. Das ist ein Unterschied, ein sehr, sehr großer Unterschied, ob wir geheiligt wurden oder ob wir heilig sind. Wenn wir heilig wären, dann bräuchten wir kein Licht im Dunkeln. Weil heilig ist nur Gott allein. Und deshalb wünsche ich euch einen schönen Resttag. Und schaut euch diese wunderbare Herrlichkeit Gottes an und denkt darüber nach und ihr werdet Gott erkennen.